Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cyberpunk. Wir sind auf dem Weg ins El Coyote Cojo. Ich will mit Kirk reden. Ich will hier im 30. Part noch ein bisschen Action haben. Wir reisen schnell dahin zum El Coyote Cojo. Vielleicht gibt es da jetzt irgendwas, wo wir nochmal ordentlich auf den Putz hauen können. Zum Glück gibt es da direkt so ein Terminal für die Schnellreisen. Macht uns das Leben wesentlich einfacher. Und ich bin gespannt, was der liebe Kirk für uns hat. Den haben wir ja direkt ganz am Anfang kennengelernt. Wenn ich mich richtig erinnere. Und I am curious what he has to say. Er sagt ja leicht verdientes Geld. Wir glauben ihm nicht. Naja, finden wir es raus. El Coyote Cojo. Padre hat noch. Ich habe einen Cortez zu verkaufen. Wahrscheinlich ein Auto, ha? Ja, schön. Ich will aber keine Autos. Geht weg mit euren doofen Autos. So, gehen wir mal rein ins El Coyote Cojo. Ist Jackies Mom noch hier? Hallo. Wo ist denn Jackies Mom? Ah, hier ist sie. Hallo. Wie kommst du? Hast du mit Misty geredet? Das würde mich jetzt interessieren. Hab sie zum Essen. Lasst ihn in Frieden, wie du meinst. Und? Sie ist so dürr. Wer hätte das gedacht? Ich weiß, wie sie aussieht. Danach habe ich nicht gefragt. Sie ist ein bisschen exzentriker. Ich glaube, mein Haus wäre auf einem natürlichen Energiepunkt gebaut. Wie auch immer. Aber ich glaube, ich weiß, warum. Sie ist ein nettes Mädchen. Wir haben Nummern ausgetauscht. Ja, guck mal. Das ist doch schön. Ja, werdet ihr noch Freunde. Aber was zu trinken? Ja, komm. Gib mir einen Drink. Ahí bien. Ahí bien. Oh. Ja, aber nur die harten Sachen, ha? Abidos Classic. Verringertes Bewegungstempo. Verringert die Treffsicherheit. Ja, also nee, ich will mich jetzt nicht betrinken hier. Ich will zu Kirk. Haben wir hier noch? Diancha Kumquat. Wo geht's denn hier rauf? Warte mal, was ist damit? Lass ihn in Ruhe. Lass ihn in Ruhe. Du hast Pepe gehört. Zeit für einen Spaziergang. Verpiss dich. Oder du kriegst ein Klingenimplantat in die Rippen. Mama Wells mag keinen Streit. Ja? Ich frag mich, was Mama Wells wohl sagen würde, wenn zwei Schweinehirten hier den Laden versauen. Ich glaube, sie würde ihre Schrotflinte sprechen lassen. Mit euren Köpfen. Komm, lass gut sein, Pedro. Das ist es nicht wert. Jo, wie dies, Carajo. Scheiß Punk. Verbiss dich, Junge. Was ist denn passiert? Gab ein Problem. Aber das ist jetzt gelöst. Ja. Verdammt. Tut mir leid, ich hatte einen zu viel. Was für eine Nacht. Warum hast du mir geholfen? Weil du Eddies in der Tasche hast. Weil du aussiehst, als hättest du Eddies zu verteilen. Nichts ist umsonst in dieser Scheißstadt, in diesem Scheißleben. Hier, mehr habe ich nicht. Der Barkeeper. 650 ist okay dafür, dass ich nur mit jemandem reden musste. So, Pepe. Die haben sich auf ihn gestürzt wie Haie, die frisches Konzernblut riechen. Hätte böse ausgehen können wie... Tja, nicht alle Helden tragen Umhänge. Lass uns auf dich trinken, Held. Geht aufs Haus. Sehr gut, dankeschön. Gratis-Drinks nehme ich immer mit. Dazu sage ich nicht nein. Auf das Glück und den Wohlstand. Müde? Und ob? Ich schieb eine Doppelschicht. Ohne Pause. Überstunden, um das Gehalt aufzubessern? Nö, will bloß nicht nach Hause. 10 Jahre waren wir verheiratet. 10 Jahre. Und plötzlich bin ich nicht mehr gut genug. Hat sich einfach nebenher einen ins Bett geholt. Aber hey, wo wir gerade über das Geld sprechen. Brauchst du Arbeit, wie? Gut bezahlte Arbeit. Ja, warum nicht? Sprich weiter. Es geht um meine Frau, ja? Ihr Name ist Cynthia. Sie betrügt mich, ganz sicher. Aber die Frage ist, mit wem?
Jetzt kann ich es entweder weiter in mich reinfressen oder eben jemanden wie dich anheuern, um das zu regeln. Woher weißt du denn, dass sie überhaupt fremd geht? Sicher, dass sie fremd geht? Zum einen macht sie momentan ziemlich viele Überstunden. Aber ich weiß, dass das gelogen ist. Ich habe sie mal im Büro angerufen, aber sie war nicht da. Außerdem haben wir ein Kind zusammen. Aber es sieht überhaupt nicht aus wie ich. Andere Haare, andere Augen, einfach alles. Früher konnte man sowas testen lassen. Aber mit der Technik heutzutage kann man jeden Test umgehen. Ja gut, und warum willst du das wissen? Warum willst du wissen, wer es ist? Was erhoffst du dir? Was ich mir erhoffe? Du willst ihn umlegen. Was ist das denn? Eine ganz einfache. Also. Ich will ihn in die Augen sehen und fragen, wie es ist, die Frau von einem anderen zu knallen und eine Ehe zu zerstören. Okay, und wo finde ich die Frau? Ihr auf Schritt und Tritt folgen. Weißt du, wo ich sie finden kann? Sie arbeitet in der Nähe. Ich gebe dir die Adresse. Macht bestimmt gerade eine Raucherpause. Sie raucht wie ein brennender Autoreifen. Wie die Hälfte dieser Stadt. Sie trägt heute eine pinke Jacke und eine blaue Handtasche, glaube ich. Farbenfroh. Sie putzt sich gerne raus. Da macht man ihr Geschenke zum Geburtstag, zum Jahrestag. Und was bekommt man dafür? Ja, ich bin dabei. Okay, gut, ich mach's. Du bist ein Held, Vin. Das bedeutet mir eine Menge. Ja, ich weiß. Gib dich tagsüber zur Gegend. Ja, aber jetzt nicht. Ich will jetzt immer noch hier, The Beast in Me war's, ne? Nee. Small Man, Big Mouth. Triff dich mit Kirk. Optional, sprich mit Johnny. Wer ist denn Johnny? Naja, wir gehen mal rauf. Ah, du bist Johnny. Plaudern wir jetzt? Na los, lass mich an deiner Weisheit teilhaben. Aber mach hin. Mach ruhig deine Witze. Aber nach 50 Jahren in der Hölle macht man sich so seine Gedanken und zieht Schlüsse. Und zwar? Leute ändern sich nicht. Vor allem nicht Leute wie Kirk. Geld ist Geld. Kirk meinte, es gibt was zu verdienen. Ist keine Seltenheit in Night City. Nur kann man als Toter kein Geld ausgeben. Pass einfach auf, wie, okay? Ja, ja, ist okay. Okay. Kirk. Guck mal, der Dicke ist ja immer noch hier. Immer noch am Essen. Hey, Kirk. Lang ist's her. Wie? Krass. Ich hab dich kaum wiedererkannt. Du hast dich kein bisschen verändert. Du kennst mich. Ich bin eben altmodisch. Steter Tropfen hüllt den Stein, stimmt's? Na komm, setz dich. Ich geb dir die Infos. Na gut. Dann schieß los. Okay, okay. Pass auf, der Job ist simpel. Nicht weit von hier ist ein Van geparkt. Da ist super wertvolle Ware drin. Morgen fährt er zur Grenze, aber bis dahin kann wer weiß was passieren. Verstehst du? Einzelheiten, Kirk. Was ist im Van? Militech-Implantate. Experimentelle Baureihe, die man nirgendwo sonst kriegt. Direkt aus einem Labor in Shanghai. Und wem gehört die Ware? Mann, wie? Wen kümmert's? Wenn wir sie haben, gehört sie uns. Also, bist du jetzt dabei? Naja, ja, okay. Klingt so schön, um wahr zu sein. Aber scheiß drauf. Ein Versuch ist es wert. Ich bin dabei. Oh, es ist sowas von wahr. Also, ich gebe dir den Treffpunkt. Wir sehen uns dann dort. Gut, super. Soll ich runterspringen? Fuck it. Okay, begib dich zum Treffen mit Kirk. Dann machen wir das doch. Dann haben wir heute noch was zu tun. Wie weit weg ist es? 700 Meter. Naja, wir haben ja hier in der Nähe die Schnellreisestation da hinten, besser gesagt. Können wir die doch schnell benutzen. Und den Klagen seiner Kunden zuzuhören. Doch diesmal ist war er es, der etwas loszuwerden hatte. Es war die gleiche Geschichte wie... Wo ist es? Hä? Eine untreue Frau in einer Stadt der verlorenen Herzen. Ach, halt's Maul. Ich seh dich ja nicht mal. So. Oh, ich kann hier gar nirgends schnell reisen.
Höchstens hier, ja gut, dann. Fertig. Ich muss mich konzentrieren. Kann ich genauso gut mein Motorrad holen. Wenn es da nichts gibt, um in die Nähe jetzt schnell reisen zu können. Scheiß drauf. So, Kamera wechseln bitte. Danke. Ja, halt's Maul. So. So. 700 Meter. Kein Problem, kein Problem. No problem, no problem. Finden wir schon. Muss halt immer wieder gucken, wo ich abbiegen muss. Ich habe einen Pickup El Capitan. Wer ist das denn? Ich habe einen Pickup zu verkaufen. Eignet sich perfekt für den Transport von schweren Geräten und Leichen. Ja. Nee, nee. Nee, nee. Kann ich eigentlich diese Mission mit den Autos... Oh ja, das Menü ist wieder ganz geil. Kann ich eigentlich hier das... Die Mission mit den Autos... Kann ich die... Löschen? Geht nicht, ne? Mission verfolgen... Nee, will ich nicht. Ich will ja keine Autos kaufen. Komm, dann machen wir zu. Ja. Gut. Ich bin in der falschen Richtung. Super. Scanne und identifiziere Pepes Frau. Nee. Hä, warum hat sie jetzt plötzlich die Mission? What the fuck? Ich will hier zu Kirks Mission. Oh. Mein Gott. Macht sich das Spiel noch selbstständig. Ich speichere ganz kurz. Vorsichtshalber. Weil ich glaube... Dadurch, dass es jetzt ein bisschen sich selbstständig macht, das Spiel, könnte es bald abkratzen. So. Kirks. Oh, Treffpunkt. Da war eine richtig geile Bremse, ey. Da habe ich aber richtig geil gebremst. Okay, wir sind bald da. Ich kann ja... Ah, oh, hier muss ich durch. Ich wollte gerade sagen, ich kann doch eh alles geradeaus fahren. Doch nicht. So, jetzt kann ich aber ein Stück lang geradeaus. Ja, hier, so. Und dann sind wir schon da. Ja, wunderbar. Hallöchen. Oh, er ist direkt abgestiegen. Big Joe, was ist mit dir los? Hier drüben, Chum. Ich bin nicht dein Chum. Ich bin nicht dein Chum. Ja, na gut. Wollte nur freundlich sein. Ja, ja, ja. Chums keine Freunde. Komm zum Geschäftlichen. Okay, siehst du die Garage dort? Da drin ist der Van. Schnapp die Tech und hau ab. Wir teilen 50-50, ja? 50 reicht mir nicht, gell? Ja, okay, gut. Ich geh rein. Schön aufpassen, ja? Was ist mit dir los, Big Joe? Suche nach dem Truck, der die Ware geladen hat. Ich zieh mal die Pumpgun. Ich glaube, ich werde sie brauchen. Oder hier. Kein Schwein von wegen. Neutralisiere die Wachen. Wie viele sind's denn? 1, 2, 3, 4, 5. Komme ich irgendwie noch rein? Oh shit. Haben sie mich gesehen? Ja, 1, 2, 3, 4, 5. So. Die Frage ist... Ich kann von oben. Ja. So kann ich die doch neutralisieren. Von oben runterballern. Das klingt doch nach einer guten Idee, oder? Hier oben ist auch niemand. Sehr gut. Oh. So. Wo sind denn die Wachen? Eine gute Frage, ne? Was ist das da? Hm. Ich glaube, die suchen mich gerade. Oder sind die drin? Ach, scheiß drauf. Ich nehme die Pistole. Ruhe. Holy fucking shit, machen die Damage. Holy shit. Hier. Da macht er gar keinen Damage, ey. Alter! Lul!
Ja. Ich glaube, da habe ich kein gut genuges Level dafür, ha? Haben wir gerade rausgefunden, dass mein Level nicht gut genug dafür ist. Ich glaube, hauen ein bisschen zu fest rein. Für meinen Geschmack. Daher, ja. Ist halt doof, ne? Ist halt doof. Naja, Suche nach dem Truck, ja. Kein Schwein von wegen. Wie zum Teufel komm ich denn da rein? Kirk, was hast du mir hier wieder eingebrockt? Neutralisiere die Wachen. Ich kann die nur neutralisieren, wenn... Die sehen mich. Wenn ich die irgendwie assassinieren kann, aber wie soll das gehen? Wie soll das gehen, ha? Wo ist denn mein Motorrad? Weg. Cool. Geh mal auf die andere Straßenseite, dann entdecken die mich vielleicht nicht gerade. Okay. So. Die Frage ist jetzt halt, wie komme ich an denen vorbei? Das ist eine verdammt gute Frage, ne? Die ich selber nicht beantworten kann. Also hier haben wir... Wow. Kann ich dich irgendwie... Was hast denn du da? Du hast irgendwas bei dir dabei. Komm. Komm runter. Geht nicht. Okay. Nehmen wir mit. Haben wir hier noch schönes Essen, Trinken. Ah. Komme ich hier auch irgendwie rein? Kann ich den auch irgendwie runterholen hier? Oh, jetzt haben sie mich bemerkt, ne? Scheiße. Die haben mich bemerkt. Shit. Ich komme hier halt auch nirgends rein. Das ist doof. Oh, shit. Komm rauf da. Ich dachte, ich kann den mit der Pumpgun irgendwie runterholen oder so. Haben die mich wirklich gesehen? Sie sind in Alarmbereitschaft. Komm schon raus! Ich hab was Großes für dich. Schön für dich. Ich hab aber nichts Großes für dich. Neutralisiere die Wachen. Ja. Ich mache jetzt noch einen Versuch. Einmal mit dem Scharfschützengewehr. Okay. Und wenn das nicht funktioniert, dann scheiß auf die Mission. Also ich mache gar keinen Damage, ne? So, ja, guck mal, das war ein Schuss. Das war ein einziger Schuss. So, regenerier dich, komm. Lol, das hat Damage gemacht. Wobei das Scharfschützengewehr macht schon sein... Ah, okay. Macht schon sein Damage. Aber nee, das ist zu wild. Wir laden jetzt mal das Spiel. Und zwar von hier. Small Man, Big Mouth. Vista del Rey. Komm, wir laden das hier. Weil dann gehen wir jetzt schnell Pepes Frau... beobachten. So. Und dann ist es okay. Dann machen wir halt diese Quest. Weil die Mission, da brauche ich mindestens 5-6 Level mehr und bessere Waffen, mehr Rüstung. Alles muss besser sein. Wirklich, alles muss besser sein. Aber was willst du machen? Ja. Komm, lad jetzt doch ein bisschen schneller. Ist das denn so schwierig? Oh. Journal. Chandler Evening. Scanne und identifiziere Pepes Frau.
Okay, da haben wir wieder die ganze Konversation. Aber jetzt ist er wahrscheinlich nicht am Rauchen, ne? Dann warten wir mal, bis Tag ist. Wir warten bis, Ja. 12 Stunden. Bis 12. So, jetzt ist 12.17 Uhr. Und jetzt ist plötzlich Tag. Cool. Wenigstens kein Loading Screen. Oh, das da ist... Mission fehlgeschlagen. Warum denn? Hä? Warum ist die Mission fehlgeschlagen? Ey! Ich hab sie verängstigt. Ich muss auch mal ins El Coyote Cojo. Oh shit. Wo ist denn das El Coyote Cojo schon wieder? Finde ich das ohne Navi? El Coyote Cojo. Zeig mir mal schnell die Map. Oder Moment. Ich kann ja einfach schnell einen Spielstand laden. Nein, nicht Einstellungen. Spiel laden. Ja. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Small Man, Big Mouth. Raymond's Chandler Evening im El Coyote Cojo. Habe ich da schon mit Kirk gesprochen? Nee, noch nicht. Aber hier, Vista del Rey. Das. So, probieren wir es nochmal. Neuer Versuch. Neuer Versuch. Okay. Schaudele. Ja, jetzt muss es halt nochmal laden. Komm schon. Mach ein bisschen schneller, bitte, bitte, bitte. Come on, so. Scanne und identifiziere Pepes Frau. Nochmal. Okay, wir warten jetzt nochmal. Bis 10. Gut. Fahren wir mal da vorbei. Ich fahre jetzt mal auf der anderen Straßenseite vorbei. So. 45 Meter. Steigen wir mal ab. Mitten auf der Straße, warum nicht? So. Oh shit, was ist los? Relic-Fehlfunktion. Oh Gott. Ja, was ist denn los? Welche ist sie denn, die da? Aaron Preston. Ne, das da ist sie. Folge Pepes Frau in Abstand. Okay. Da haben wir noch Johnny. Bist du bald fertig? Da ist er wieder weg, der Johnny. Ich kam zu nah, hab sie beinahe verschreckt. Vorsicht ist eine Tugend. Ich weiß, ich weiß. Wir laufen einfach ganz langsam. Dass die 20 Meter immer schön aufrechterhalten bleiben. Kannst du nicht ein bisschen schneller laufen? Wackel weniger mit den Beinen und lauf schneller, Mädchen. Brainwash. Da geht sie nicht rein. Das ist ein Überfall im Gange. Ja, das ist egal. Es ist ein Puff. Oh. Olga Pepes Frau. Oh shit. Wieder ein beinahe Zusammenstoß. Sie zog mich an. Wie ein eiskalter Magnet. Ach, die Frau sah sich um. Irgendwas lastete auf ihr. Vielleicht war es mein Blick. Mach weiter und ich kotz gleich. Ende der Geschichte. Hast du sonst noch was zu sagen, Johnny? Oder Keanu? Oh, komm. Mann, wo laufst du denn hin, ey? Wo laufst du denn hin?
Oh, der Abstand muss bleiben. Frau sah einen Penner, machte einen Bogen um ihn. Sie wollte ihr Kleid nicht beschmutzen. Ihr Gewissen war befleckt genug. Im Ernst, womit habe ich das verdient? Kann ich dir ein bisschen Geld geben? Hast du Kleingeld? Kann ihm nichts geben, okay. Schade, ich hätte ihm jetzt einen Fünfer oder so gegeben. Was ist denn das für ein Piepsen da die ganze... Ah, Walk. Doch, scheißegal, ob jetzt da steht, ob ich laufen darf oder nicht. Ich laufe einfach. Ja. Zack. Und nur noch 10 Meter Abstand. Wir lassen sie ein bisschen laufen. Ah, sie ist hier rein. Lol. Hier ist sie rein. Die Frau verschwand in einem Gebäude, das ähnlich wie ihr Gerüst aus Lügen bald in sich zusammenbrechen würde. Oh, vielleicht gut, dass ich bald tot bin. So, ich spare jetzt ganz kurz, weil das Spiel, ihr seht, es macht sich wieder selbstständig. Daher speichere ich ganz schnell. Bevor das Spiel wieder abschmiert. So. Gehen wir mal rein da. Folge Pepes Frau. Was macht sie hier für schmierige Geschäfte? Oh lala. Oh lala. Sprich mit Cynthia. Oh. Hey, du, was machst du hier? Fuck, Cynthia. Du solltest doch aufpassen, dass dir keiner folgt. Ein Ehemann schickt mich. Dein Ehemann schickt mich. Sein Verdacht hat sich bestätigt. Moment, nein. So ist es nicht. Ich kann alles erklären. Dann lass mal hören. Also los, lass mal hören. Erstens ist er nicht mein Input. Er ist mein Ripper, spezialisiert auf Schönheitschirurgie. Ein Arzt in dieser Absteige? Ich weiß. Also, vor ein paar Jahren gab es einen kleinen Unfall. Das Opfer... Ich meine, die Angehörigen sind noch nicht darüber hinweg. Deshalb muss ich so arbeiten. Moment mal. Was ist mit dem Kind? Das ist es ja. Ich habe nicht immer so ausgesehen. Ich hatte ein komplettes Bodysculpt. Haut, Haare, Augen, alles. Nur die DNA, die lässt sich nicht umschreiben. Deshalb sieht unser Sohn so anders aus, als Pepe gedacht hat. Es ist nicht, weil der Junge einen anderen Vater hat... sondern weil seine Mutter sich selbst nicht mehr ähnlich sieht. Okay, warum hast du das gemacht? Aber warum das alles? Was glaubst du denn? Weil ich eine reiche, gelangweilte Konzernschlampe bin? Wir alle haben unsere Geheimnisse. Etwas, das wir tief, tief begraben wollen. Ich hatte viele davon. Und ich kann sie mit keinem teilen. Auch nicht mit meinem Mann. Ich hätte Pepe das alles erzählen sollen, aber es war nie der richtige Zeitpunkt. Und jetzt, da ich wieder schwanger bin, es war nicht geplant. Bitte, sag ihm, dass ich... Ja? Ich weiß nicht, was ich ihm sagen will. Vielleicht, dass es mir leid tut, dass das Leben ein absurdes Theater ist. Bitte, geh. Mit dem Drama hat sie jedenfalls recht. Mhm. Ja, verlasse das Gebäude. Schönheitsoperation werde ich nie verstehen. Kann ich mich hier einklinken? Ne. Na, dann gehen wir mal. Ja, dann hat sie ihn aber nicht betrogen und ist schon wieder schwanger. Na gut, dann können wir das doch dem Pepe sagen gehen. Ruf Pepe an. Anrufen sogar. Gut, Pepe Najaro. Das machen wir heute noch schnell. Alles erledigt. Ich bin deiner Frau in eine abgehalfterte Wohnung gefolgt. Drinnen wartete ein Mann. Wusste ich's doch. Und? Was noch? Gar nichts wusstest du. Sie hat dich nicht betrogen. Zumindest nicht so, wie du denkst. Was? Wie denn dann? Der Mann war ihr Ripper. Sie war bei einem Ripper, wie ein Scan. Ihre Haut, Haare, Augen... Das alles sind Implantate. Deswegen sieht mein Sohn so aus? Ganz genau. Das kann doch nicht sein. Verdammt.
Wie kann sie ihrem Mann so etwas verschweigen? 10 Jahre lang! Es geht nicht um die Farbe ihrer Haut oder wie auch immer. Sie hat mich belogen. Wie soll ich ihr je wieder vertrauen? Ja, weiß ich doch nicht. Sie hat es aus Liebe getan, keine Ahnung. Ja, sie hat etwas vor dir verborgen. Ja, sie hat dich angelogen. Aber diese Frau liebt dich. Weißt du, wie wertvoll das in dieser Scheißstadt ist? An deiner Stelle würde ich nicht so hart mit dir sein. Ja, ja. Schätze, du hast recht. Natürlich habe ich das. Auf jeden Fall danke. Das ist für dich. Für die Mühe. Oh, Eddies. Von den Guten. Leb wohl. Ja, mit den Eddies. Sich wie eine Decke über die Ach, halt jetzt dein Maul, Johnny. Die Schreie nach Liebe. Wo sind, was ist mit den Eddies? Berichte Pepe, was du rausgefunden hast. Habe ich doch jetzt gerade gemacht? Ein Happy End. Nachricht öffnen. Falls du noch mich suchst, ich bin zu Hause, konnte mich nicht konzentrieren, hab nur wie ein scheiß Roboter Gläser poliert. Falls was ist, ruf mich an. Ja, doch als Erzähler. So, 1300 Eddies und Level Up. Sehr gut. So beende ich den Part doch sehr gerne. Ja, viele Missionen habe ich jetzt nicht mehr offen. Was packe ich denn hoch? Die Reflexe? Welche Fähigkeit? Intelligenz? Oder die Coolness vielleicht? Zeig mal nochmal her, was die Coolness so macht. Bestimmt deine Widerstandskraft, Selbstbeherrschung und deine Effektivität im Stealth-Modus. Jedes Level Coolness bedeutet, kritischer Schaden wird um 2% erhöht, alle Resistenzen werden um 1% erhöht, Schaden im Stealth-Modus wird um 10% erhöht, Gegner entdecken dich im Stealth-Modus 0,5% langsamer und Schaden mit Monodrähten wird um 3% erhöht. Komm, wir lernen das jetzt einfach mal. Und in der Konstitution möchte ich auch noch was lernen. Was habe ich in der Athletik? Level 2, Vernichtung, Level 4. Was können wir denn hier noch lernen? Ermöglicht das Nachladen von Waffen beim Sprint, Rutschen und Klettern. Das kann ich leider nicht. Erhöht die Ausdauer. Brauche ich das? Glaube nicht. Sag mal, bei der Vernichtung? Brauche ich hier was? Schrotflinten und leichte Maschinengewehre verursachen 3% mehr Schaden. Erhöht Ausweichen beim Nachladen. Verringert die Nachladezeit von Schrotflinten und leichten Maschinengewehren. Erhöht die kritische Trefferchance mit Schrotflinten und leichten Maschinengewehren. Oh, das ist alles mega nice. Erhöht den Schaden an Oberkörpern um 10%. Oh ja. Das nehme ich doch gerne mit. So, gut. Dann speichern wir jetzt nochmal ganz schnell. Das können wir noch schnell machen. Und dann würde ich sagen, meine Lieben, war's das für heute. Ich bedanke mich wie immer beim Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.